Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Hunter Call of the Wild. Wieder unterwegs hier in Silverridge Peaks und wir wollen heute mal gucken, dass wir ein bisschen eine andere Region erkunden, und zwar nämlich die Region hier unten. Ich hoffe mal, dass hier eine Lodge ist, weil da ein Weg endet. Bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten werden wir mal gucken, dass wir hier zum Ausguck kommen, dass wir heute alles nicht schaffen. Aber wir wollen auf jeden Fall mal die Region hier erkunden, denn da war ich noch überhaupt gar nicht. Und ich hoffe, dass wir da dann auf jeden Fall auch genauso viele Tiere haben wie an den ganzen anderen Locations. War hier schon irgendwo ein Bison wieder im Wald, aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt durch die ganzen Bäume noch nicht hindurch. Ah, doch, da ist es. Da ist es, das Bison. Wenn wir da vielleicht irgendwo eine freie Schussbahn bekommen. Weil Bäume dazwischen, ne? Das hat er auf jeden Fall Bock gehabt. Aber erst den Schuss getroffen, sonst hätte es uns nicht angegriffen. Und damit dann auch erlegt. So. Ja. Also unser Ziel heute auf jeden Fall die Lodge. Ich habe es so markiert. 1,9 Kilometer ungefähr. Bis wir dann dahin kommen. Ich hoffe, dass wir das halbwegs schaffen. Was wir vielleicht heute nicht schaffen. Aber ist egal. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Je nachdem, was danach kommt. Ich glaube, wir haben auf dem See auch nicht. Auf dem See, da schon. Auf dem Weg auch nicht ganz so viele Tiere. Erster Schuss war sogar gut. Zweiter Schuss hat er nur noch den Rest gemacht. Wäre sowieso schon fast umgefallen. Nehmen wir an. Und gehen mal weiter. Ja, wie gesagt, da ist so ein kleiner See, den wir haben. Aber sonst nichts großartig, außer dann hier unten wieder der große. Hier haben wir dann noch so ein paar kleinere. Bin gespannt, was wir da überhaupt hier dann zu Gesicht bekommen. Ich habe jetzt auch die Mittagszeit hier. Habe jetzt nicht umgestellt, die Uhrzeit. Ich bin eigentlich noch zurück in zur Lodge, aber wir lassen es mal. Und ja, wir werden jetzt hier sehen, ob wir hier ein paar Tiere dann letztendlich finden. Ich glaube, da unten ist sogar schon der See. Wenn wir uns einfach dahin orientieren, dann wird da wahrscheinlich das Gewässer beginnen. Und ansonsten werden wir uns die Strecke mal aufhalsen. Und mal wieder eine weitere Lodge für uns freischalten. Sofern eine ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal kalkuliert, dass da jetzt eine ist. Weil da halt der Weg zu Ende ist. Meistens ist es halt so, dass immer an den Wegesenden dann irgendwas auf jeden Fall auf uns wartet. Im besten Fall dann halt genau diese Lodge. So. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg. Bin mal gespannt. Ja, aber ansonsten haben wir auch gar nicht mehr so viele. Ich glaube, hier in der Mitte waren wir so schon halt in der Beta viel unterwegs. Gerade an dem See und an dem See. An dem hier. Doch, an dem biegen wir ab in die links rein, ne? Ja, ja, da waren wir auch schon. Ich glaube, wo ich noch nicht hier war, war tatsächlich in dem Tal hier und in dem Tal. Das sind noch so ein bisschen die Sachen, die bisher liegen geblieben sind, die wir noch entdecken müssen. Wo wir dann auch gucken können, was da für Tierarten zu Hause sind. Und da werden wir dann hoffentlich auch irgendwelche dann noch finden. Aber wir haben ja schon einige gute Gebiete gehabt in der vergangenen Zeit. Da liegen auch welche, oder? Ich wollte schon sagen. Das sieht so nach Bison aus. Wenn auch ein bisschen schwer zu sehen im ersten Moment. Da liegt noch einer daneben, den ich aber leider nicht spotten kann. Aber wenn ich mich ein bisschen hier rumhalte, liegt einer genau dahinter, ne? Aber auch weiblich. Ich werde einfach mal den da vorne direkt schießen. Dass wir den halbwegs gut treffen, wenn er da irgendwo. Ah, okay, er steht sogar auf. Tja, das war natürlich die kurze Chance, die ich hatte. Jetzt hier im hohen Gras. Müssen wir nochmal irgendwie da hinkommen. Ich hoffe, dass die jetzt einfach weiter geradeaus laufen, dass wir sie dann vielleicht da unten in der Senke im Hang ein bisschen abfangen. Denn so war es jetzt eigentlich nicht geplant. Dass sie da einfach aufstehen und sich in Bewegung setzen. Rufen auf jeden Fall noch da vorne. Kann es halt nicht so richtig ausmachen.
Das Gras ist ein bisschen zu hoch, aber die stehen auch wieder mitten im Wind drin, was auch nicht so geil ist. Nee, alles nur Baumstämme, die ich da sehe. Schlecht wäre natürlich, wenn sie nach hinten abgesprungen, will ich nicht sagen, die sind ja nicht geflohen. Aber weggelaufen sind, ah, jetzt liegen sie da. Okay, verstehe. Ist da ein Baum da vorne, ne? Da liegen auf jeden Fall einige. Aber viele halt auch. Ah, da liegt ein Bison davor. Liegen halt alle mit dem Rücken zu mir, was ein bisschen blöd ist. Aber versuch mal einen da rauszuschießen. Ich versuche einfach da einen hohen Schuss anzubringen. Ey, das wird ganz schön eklig, ne? Oder wir nehmen den da. Hat auf jeden Fall Lungentreffer. Müsste gleich tot umfallen, ohne mich hier zu erreichen. Ja. Da können wir schon mal hingehen. Und damit haben wir dann das nächste Bison erwischt. Also, zweite Bison für heute. Anscheinend hier richtige Bison-Region. In dem Tal da unten müsste dann auch der See sein, ne? Gehe ich mal von aus. So. Da haben wir auch das hier in die Lunge, wie geplant. Alles gut gegangen. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich werde jetzt hier nicht links rüber zu den Bison. Wir können natürlich jetzt auch etliche davon mehr schießen. Das werden wir jetzt mal außer Acht lassen, auch wenn sie da vorne schon wieder sind, ne? Und da unten, oder da unten, da oben besser gesagt, ist ein Gabelbock irgendwo. Ach, diese Belohnung hier, die ganze Zeit, die da aufploppt. Ja, das ist nämlich immer das Problem. Ich hasse diesen Jagdclub einfach, weil der jedes Mal bei mir crasht. So viel dazu. Ja, dann starten wir das Spiel neu. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht unsere Reise. Bin wieder da, wo wir gerade gecrashed sind. Am Beginn des Sees. Jetzt natürlich die Gabelböcke da oben wahrscheinlich weg und die Bison da auch. Aber wir werden wahrscheinlich hier am Wasser schon irgendwas anderes zu Gesicht bekommen. Wenn nicht, gehen wir halt weiter. Aber ja, ab und zu mal ein Crash. Das lässt sich nie vermeiden, ne? So, gucken wir jetzt mal, ob wir da am Ufer schon irgendwo was stehen sehen. Weil normalerweise sind doch schon wieder Bison am Start, wenn auch nervös schon. Da stehen wir auch mitten im Wind. Nach Regen aus hier, oder? Sieht gerade ein bisschen so aus, wenn gleich jemand runterkommt. Sonst sehe ich aber auch andere Tiere keine. Dann schießen wir einfach einen davon. Oder stehen sie alle, ne? Ah, deine Gabelböcke sind doch noch da. Oh, das ist ein geschecktes, oder? Ich glaube, das eine war gescheckt. Das war so. Entweder was die Lichteinstrahlung. Oder es war tatsächlich ein geschecktes. Sah auf jeden Fall so fleckig aus. Bin mir nicht ganz sicher, was das war. Stehen auch alle da im Wald drin. Ich weiß nicht, ob sie nochmal zurückkommen. Dann könnte man natürlich warten. Aber kann auch genug sein, dass sie da halt im Wald drin bleiben. Das ist halt die alles entscheidende Frage. Ich kann sie natürlich auch nicht anlocken, ne? Also entweder kommen die von alleine zurück, sieht aber im Moment nicht so aus. Sieht eher so aus, als wenn die da tatsächlich weiter in den Wald reinziehen. Sonst hier, wie gesagt, nichts am Start. Echt ein bisschen merkwürdig, ne? Ich hätte echt gedacht, dass hier am See dann wieder ein paar Tiere sind. Aber die scheinen nicht zurückzukommen, großartig. Ne. Dann gehe ich mal weiter in die Richtung erstmal.
Und gucken, ob wir sie da hinten auf der Wiese vielleicht wiedersehen. Haben natürlich jetzt hier nicht die beste Lage, dadurch, dass wir jetzt hier so einen Hang vor uns haben. Da hinten scheint es zwar relativ, ja, da siehst du, da sind sie nämlich schon. Das scheint natürlich relativ offen zu sein, allerdings halt von hier unten und jetzt auch noch hier mit den Wolken. Ist ein bisschen schwieriger zu sehen. Auch gut weit weg, also selbst wenn wir sie sehen und wir können auch unmöglich halt die Fellfarben erkennen, ne? Ob jetzt wirklich ein geschecktes Bei war oder nicht. Vermag ich auf die Distanz auf jeden Fall nicht zu sagen. Ja, vor allem wenn ich im Busch drin stehe, dann sowieso gar nicht, weil ich dann halt nichts sehe. Da hinten ist noch ein Gabelbock. Ah, da steht auch einer, der am Fressen ist. Oh ja, keine Ahnung, was da mit den... Also kann auch sein, dass da einfach durch die Lichteinstrahlung ein bisschen anders aussah. Wir werden dann erstmal den Gabelbock da schießen, weil der auf dem B steht. Nehmen wir den halt zuerst mal mit. Und dann gehen wir in die Richtung weiter und dann, weiß ich nicht, entweder streiten wir die Bison jetzt vor uns her oder die kommen nochmal irgendwann zurück. Dann kommen wir irgendwann mal in den Anblick. Dann können wir vielleicht auch ausmachen aus einer näheren Distanz, ob da jetzt ein Seltener dabei war oder aber das nur Einbildung war. Ich hätte vielleicht einfach schießen sollen auf den. Habe ich ein bisschen zu weit gezögert, bis er dann im Wald verschwunden war. Dann auch noch einer. Also jetzt kommt hier am See doch nochmal was. Erstaunlicherweise habe ich die gerade nicht gesehen, obwohl ich eigentlich innerhalb der Rennerdistanz war. Haben wir jetzt hier schon wieder zwei Bedürfnisgebiete für Gabelböcke. Nämlich da eins und da eins. Hier haben wir auch noch zwei Ruhegebiete von dem Bison haben wir auch noch. Also auch hier auf dem kurzen Weg, den wir schon gemacht haben, tatsächlich einiges wieder an Gebieten auch entdeckt, die wir freigeschaltet haben für die Karte. Und wir können hier sicherlich festhalten, dass hier für Gabelböcke und Bison eine ganz gute Gegend ist. Logischerweise nicht für Bergtiere, ne? Da oben ist auch wieder ein Bison. Noch ein kleiner Nachzügler. Aber wir nehmen mal eben unseren Gabelbock mit einer Silberwertung und gehen dann weiter. Da unten steht noch der andere wahrscheinlich. Naja, der ist noch da am Fressen. Es kommt halt auch erstmal ein ganz langes Stück ohne irgendwelche Seen oder sonst was. Dann müssen wir mal schauen, ob wir da überhaupt... Ah, da sind die Bison wieder. Aber ich kann ehrlich gesagt keinen erkennen, wo ich dachte, dass der gescheckt wäre. Nee. Tatsächlich sehe ich da nichts. Ist immer nett, dass die dann auch zu mir kommen, ne? Hat aber Lungentreffer, müsste gleich tot sein. Dementsprechend können wir uns schon weiter auf den Weg machen. Ohne uns großartig um den zu kümmern. Denn der fällt da vorne tot um. So, hier eigentlich auch ein super schönes offenes Tal, ne? Also hier könnte man schon durchaus auch Tiere sehen, wenn da welche stehen würden. Jetzt haben wir natürlich ein Ding, dass die Die sollen sich hier eher auf dem Hang aufhalten, aber eigentlich eine ganz gute Sicht hier, die man hätte, wenn da Tiere wären. Da führt auch die Straße dann lang, ne? Aber wir gehen mal hier den etwas abgekürzten Weg. Auch wenn da die Sicht vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber hier der nächste Bison. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir schon rausfinden, ob da ein Gescheckter dabei war. Indem wir einfach jeden da wegschießen. Da unten können wir immer wieder mit dem Fernglas mal hingucken. Ob wir da einen übersehen irgendwo.
bisher aber noch keinen Truthahn hier gehört, ne? Ich weiß, dass hier am Start, an der Startlocation ab und zu mal ein paar Truthähne auf jeden Fall existent sind, aber wir sind jetzt nicht so weit davon weg. Deshalb kann das durchaus sein, dass die sich auch noch hier irgendwo aufhalten, vereinzelt. Aber ich glaube eher, dass die dann wirklich in den Gebieten sind, wo wir schon etliche geschossen haben. Ne? Dinosaur Hill zum Beispiel, wo super, super viele sind. Und auf jeden Fall etliche Gebiete hier. Ich glaube, der erste Schuss war nicht so gut, das hat er nochmal nachgeschossen, weil er beim ersten auf jeden Fall nicht so an Leben verloren hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber im zweiten Schuss hat es dann ausgereicht. Was ist das da unten? Der Stein, das helle da? Ja, ne? Ach, weiß nicht. Irgendwelche Texturen, die ich gesehen habe. Na, doch, erster Schuss war schon, sogar schon gut genug. Wir sehen hier den Anschuss. Der war also doch schon in der Lunge drin, habe ich gedacht. Da muss ich nochmal hinterher, was gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Aber sicher, sicher. Zweiter Schuss ist da nicht so schlimm. Der zählt ja auch noch für die Verwertung. Insofern lieber nochmal nachschießen und dann gar nicht erst riskieren, dass man da eine elendlange Nachsuche hat. Auch wenn da eine gereicht hätte. So, gute 900 Meter noch bis zu unserer Lodge. Also auch nicht mehr allzu weit. Und solange wir hier die Bison die ganze Zeit vor uns haben, können wir die auf jeden Fall immer mal wieder beschießen, wenn wir sie dann sehen. Da haben wir das Gute hier. Zwei Treffer, einer Wirbelsäule und einer in die Lunge. So, nehmen wir auch mit. Ich hoffe nur, dass der Hang hier gleich ein bisschen sich ändert. Dass der nicht die ganze Zeit nur berghoch geht, weil wir haben jetzt natürlich nicht die Ultra-Sichtweite. Sondern sind da schon ziemlich stark eingeschränkt. Jetzt auch noch mit dem Wald dann dazu. Aber ich sag mal, da wo es gleich hochgeht, muss auch irgendwann gleich runtergehen. Richtig? Und dementsprechend hoffe ich, dass das gleich der Fall ist, damit wir ein bisschen mehr Weitsicht haben und vielleicht dann zwischen den Bäumen nochmal das eine oder andere Bison hier finden können. Denn wir hören sie schon. Auch kurz gesehen, da hinten rennt zum Beispiel eins, da vorne steht auch eins. Alle da weiterhin vor mir. Ich weiß nicht, ob wir den einen so gut getroffen haben. Aber ist tot, ne? Da schätze ich mal meine ersten Schüsse, ehrlich gesagt. Der war auch nicht so gut, glaube ich. Zumindest vom Gefühl her. Aber laut Trefferlage hier. Na, wobei, nee. Guck mal hier. Der zweite war es erst. Ein nicht tödlicher Treffer. Der erste war nämlich tatsächlich nicht so gut. Und dann kam der zweite nochmal rein. Und der hat dann zum tödlichen Treffer geführt. Also war schon gar nicht so verkehrt, da nochmal hinterher zu schießen. Muss nur gucken, wo der jetzt hier lang ist. Ah, den Lichter, okay. Ein bisschen gar keine Schweißfährte hier. Bei so einem Fall, dass der keine Fährte lässt und man dann ein bisschen selber raten muss, wo da letztendlich der Weg ist. Aber gut, dadurch, dass wir jetzt hier getroffen haben. Aber hätten wir den jetzt nicht nochmal angeschossen, hätten wir den Safe verloren, ne? Da hätten wir den auf jeden Fall verloren. Lass mich den ersten Schuss in den Darm und dann den zweiten nochmal in die Lunge. So. Aha, jetzt haben wir nämlich den Fall hier, den ich gerade mir gewünscht habe. Da hinten sehen wir auch schon wieder den nächsten.
Der kommt auch nicht allzu weit. Ein bisschen hier wie beim Tonturm schießen, ne? Die laufen die ganze Zeit vor dir im Wald her. Wir könnten ja die ganze Zeit einfach irgendwas schießen. Ah, doch, der war in der Lunge, glaube ich. Auf jeden Fall ein bisschen verloren. Immer weiter in die Bisonherde rein. Aber die fliehen halt auch nicht so schnell, muss man auch sagen. Ist halt eigentlich dankbar, diese Bisonherden. Gerade wenn man halt hier diese offenen Flächen hat, wie hier, ne? Was heißt offene Flächen? Aber hier, der Wald ist jetzt auch nicht so schlimm, der ist schon ziemlich licht. Dass man da ganz gute Sicht eigentlich rein hat. So, man sieht hier einfach die richtige Bison-Spur Richtung Lodge. Gucken wir gerade, wo wir den anderen hier. Da vorne ist auf jeden Fall der Anschuss. Das sieht auf jeden Fall nach einem Lungentreffer aus. Haben wir auf der Karte gerade schon gesehen, dass er auf jeden Fall tot ist. Müssen wir quasi nur noch einsammeln. Bisschen nach da unten links abgesprungen. Wird das schon irgendwo liegen im Wald? 500 Meter noch. Bis wir am Ziel unserer Begierde angekommen sind. Ja, dann ist auch der Bison. Sehr gut, dann haben wir den auch erwischt. Dann haben wir den auch. Machen wir eben hier knipsen den guten. Bisschen ein creepy Auge hat er, ne? Bisschen ein creepy Auge, muss man sagen. Bisschen merkwürdig aus. Aber egal. Den nehmen wir an und machen uns dann wieder weiter auf die Socken. Da nicht so viel Zeit gab es hier, der Zahn uns hier neben uns anzugucken, weil wir durch den Wald hier laufen. Ich glaube auch nicht, dass da so viel Action sein wird, ehrlich gesagt, weil da halt auch kein See in der Nähe ist oder sonst was. Vor allem jetzt gerade zur Mittagszeit, da werden die wahrscheinlich eher alle im Wald ruhen, zurückgezogen. Und da werden die dann sicherlich nicht da auf den offenen Flächen irgendwo pausieren. Bison sind aber hier ein bisschen nach links abgebogen anscheinend. Zumindest von den Fährten her. Aber anscheinend haben die diesmal jetzt wirklich so viel Strecke gemacht, dass ich sie hier zwischen den Bäumen und so nicht mehr ausmachen kann. Was aber auch nicht so dramatisch ist. Wir gehen mal da Richtung Lodge und biegen mal ein bisschen ab hier. Machen mal die 300 Meter noch, die wir da haben. Dann sehen wir mal. Ich mache mal gerade einen Schnelldurchlauf hier. Damit wir da noch ankommen, die Folge. Wir müssen das ja nicht zusätzlich hinauszögern. Weil wir eh nicht mehr die Bison vor uns haben. Aha, da unten sind sie anscheinend immer noch. Aber wir gehen mal hier lang. Ich hoffe echt, dass da eine ist. Wenn da keine ist, dann natürlich gute Nacht, ne? Aber irgendwas wird da am Wegesende wohl schon auf uns warten. Sonst stehen wir da. Dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Das können wir besonders gut. Aber schon ziemlich bewaldet hier. In der Region. So lichte Birkenwälder mit ein paar Nadelbäumen dazwischen. Eigentlich ganz schön auch, ne? Da ist auf jeden Fall irgendwas erkennbar, oder? Nee. Nee. Ja, an einer Lodge. Ich sehe da keinen, ehrlich gesagt. Bitte. Ach, hier, direkt vor mir, ne? Ja, Gott sei Dank, ey. Aber das. Ja, ja, doch, das Lodge. Alles klar, haben wir doch eine gefunden. Und damit den nächsten
Schnellreisepunkt freigeschaltet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der nächste ist, weil wir dann erstmal zum Ausgucken müssten. Aber irgendwo wird hier wahrscheinlich noch irgendeiner sein. Von dem ich noch nichts weiß. So. Den nehmen wir auf jeden Fall erstmal an. Damit haben wir den erreicht. Und dann würde ich sagen, können wir hier auch erstmal Feier machen für heute. Wir gucken mal, wo wir beim nächsten Mal dann hingehen. Aber das soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Würde mich doch freuen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.